So, meine Lieben, die Fans von Bye Bye Beauty kommen heute in den Genuss vom fünften Teil, den ich lesen werde. Wir lernen heute Jennys beste Freundin Hannah kennen. Ihre beste Freundin musste ran. Sie machte in Public Relations und konnte ihr sicher noch eine Einladung für die Party auf die Schnelle besorgen. Hannah verkörperte die typische Karrierefrau genauso, wie man sie sich vorstellte. Intelligent und schön, unabhängig, ehrgeizig, top gestylt und immer am Ball. Aber auch sie kam allmählich ins Stadium der suchenden Enddreißigerin. Hannah selbst nannte sich zwar einen überzeugten Single, was ihr Jenny allerdings nicht so ganz abnahm. Denn auch ihre biologische Uhr tickte unaufhaltsam. Sie musste nur an die vielen durchtelefonierten Nächte mit Hannah denken, in denen sie heulend am anderen Ende hing und wieder einmal feststellen musste, dass alle Männer unverbindliche Schweine sind. Schweine, sagte sie wortwörtlich, die immer nur das eine von ihr wollten, aber dann, wenn es ans Eingemachte ging, den Schwanz einzogen. Es war ja nicht so, dass Hannah in Bezug auf Männer eine Kostverächterin war, ganz im Gegenteil. Und doch war Jenny fest davon überzeugt, dass eine längere Beziehung zu einem Mann ihr bestimmt gefallen würde. Wie gesagt, Hannah ein Prachtexemplar von Frau, mittelgroß, sehr blond, gut gebaut und mit üppigen Brüsten, auf die man echt neidisch sein konnte. Einfach unmöglich, nicht als allererstes sofort auf ihre Brüste zu starren. Groß und schön waren die und das ohne Silikon. Männer, die Hannah kennenlernte, guckten ihr nicht zuerst in die Augen, sondern sofort auf die Titten, die auch immer in etwas zu engen bunten Teilchen steckten. Sie gingen ihr immer voraus und dann kam der Rest. Zugegeben, obwohl Jenny ein bisschen neidisch darunter litt, nicht so einen großen Busen zu haben, war Hannah trotzdem ihre allerbeste Freundin. Sie ergänzten sich in dem Sinne, dass Hannah, die ständig unter Stress, Schlaf und Liebesentzug litt, bei Jenny die Bodenständigkeit genoss und Jenny wiederum von Hannahs quirliger Art profitierte. Hannah hatte ihr mal unter Einfluss von viel Rotwein gestanden, dass sie sich insgeheim so ein Leben wünschte, wie Jenny es führte. Ein Leben, in dem mehr Ruhe, Beschaulichkeit und die Sicherheit den Takt bestimmten. Jenny hingegen empfand ihre heimische Idylle mittlerweile eher wie eine Inselbewohnerin in selbst heraufbeschworener Glückseligkeit. Es war an der Zeit, Hannah für sich zu gewinnen. Mit ihren Beziehungen als PR-Managerin musste sie Jenny bei ihrem spontanen Vorhaben unterstützen. Jenny nahm ihr iPhone und tippte auf Hannas Nummer. »Hi Süße, habe ich dich geweckt?« flötete Jenny vergnügt. Sie hörte ein Gähnen. »Ist was passiert? So früh hast du noch nie angerufen. SOS, Hannah. Du schwingst dich jetzt aus dem Bett und wir treffen uns in einer Stunde in unserem Lieblingscafé. Abgemacht?« Am anderen Ende zunächst ein Schweigen. »In einer guten Stunde, ja?« hakte Jenny nach. Hannah seufzte. »Sag mal, geht es hier um ein emotionales Minidrama vor dem ersten Kaffee oder hast du dich verliebt?« »Du klingst so aufgekratzt«, Jenny lachte. »Es geht um ein Rendezvous.« »Also doch einmal.« »Ja, aber mein eigener. Da willst du mich auf den Arm nehmen?« »Wir reden von Tom«, reagierte Hannah plötzlich putzmunter. »Ja, genau, es geht um Tom.« »Jenny, wie lange seid ihr jetzt zusammen?« 23 Jahre«, kam es wie aus der Pistole geschossen, und Jenny wunderte sich in dem Moment, als sie es aussprach, wie ewig das klang. »Aha, und wieso denn ein Rendezvous? Sorry, das verstehe ich nicht.« »Bitte, ich brauche dich jetzt, es ist wichtig.« »Na gut, in einer Stunde, du Verrückte.« Jenny fühlte sich großartig. Mit ihrem Hummeln im Bauch würde sie Tom aus seiner Lethargie ihr gegenüber schon herausreißen. »Ich bin seine Madonna«, dachte Jenny siegessicher. »Die Heilige und die Hure, wie es so schön im Volksmund hieß.« Dieser Vergleich kam Jenny zwar etwas brutal vor, aber so wurde er halt ausgelegt. »Wenn mein Auftritt ohne Wirkung bleibt und Tom nicht über mich herfällt, dann weiß ich auch nicht weiter«, sprach sie zu sich selbst. Und um sicher zu gehen, dass Tom auch wirklich die Luft wegblieb, musste Jenny einiges organisieren. Sie brauchte eine Einladung für die Feier und ein umwerfendes Outfit. Und genau dafür brauchte sie Hannah, ihren Trendscout. Zwei Ladies shoppen. Im geliebten alten Golf fuhr Jenny raus aus ihrer Berliner Vorstadt in den lebendigen Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Sie freute sich auf ihre Lieblingscafé sowohl als auch und auf die Torte, die sie gleich essen würde. Seit Jahren ist dieses Café ein Klassiker, die Top-Adresse für Kaffee- und Kuchenliebhaber zum Kaffeekränzchen im stilechten Ambiente eines kleinen Wiener Kaffeehauses. Hier stimmte einfach alles. Rote Samtbänke, Marmortische, Kronleuchter und Klimtmalereien boten den perfekten Rahmen für einen Kaffeeklatsch am posierenden Kollwitzplatz. Jenny ergatterte noch ein Tischchen am Fenster. Wie immer blieb die Qual der Wahl nicht aus. Ob ofenfrische Croissants, Omelettes oder die hausgemachten Torten, alles ein Schmaus für Augen und Sinne. Sie entschied sich für ein Kännchen Kaffee und ein Stück New York Cheesecake.
Hanna ließ wie immer auf sich warten. Eine gefühlte halbe Stunde später kam sie mit wehendem Mantel herein, stürzte an den Tisch, gab Jenny Luftküsschen und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Oh Mann, waren ihre ersten Worte. Ich fühle mich entsetzlich, gerade so, als wäre ein Traktor heute Nacht über mich gerollt. Sie beugte sich vor und nahm einen Schluck Kaffee aus Jennys Tasse. Mit fragendem Blick legte sie ihre frisch manikürte Hand auf Jennys Unterarm und schüttelte den Kopf. Also Jenny, was ist nur los mit dir? Das kann doch nicht wahr sein, dass Tom nach 23 Ehejahren noch solche Gefühle in dir auslöst. Jenny lachte entrückt. Doch, das tut er. Hanna holte tief Luft. Das ist schön, aber was habe ich damit zu tun? Also es geht um deine Kontakte. Du musst mir eine Einladung für die Eröffnungsfeier der Filmfestspiele morgen besorgen. Hanna runzelte die Stirn. Das wird schwierig. Warum fragst du nicht Tom? Also ich verstehe den ganzen Sinn nicht. Das erkläre ich dir gleich. Nun sag schon, kriegst du das hin? Also sorry, dass ich hinterfrage, aber hattest du solchen Veranstaltungen nicht abgeschworen? Och, jetzt fängst du auch noch damit an. Ich weiß, dass ich das irgendwann mal gesagt habe. Aber mein Gott, kann man seine Meinung nicht ändern? Kann man. Na siehst du, ich möchte einfach mal wieder raus und sehen und gesehen werden. Verstehe ich. Und was sagt Tom dazu? Na, dasselbe wie du. Und welcher Teufel mich geritten hat, plötzlich über den roten Teppich gehen zu wollen? Welches Teufelchen hat dich denn geritten? Ach Mensch, Hanna, versteh doch. Ich will einfach wieder mehr Zeit mit ihm verbringen und mir bei der Gelegenheit frischen Wind um die Nase wehen lassen. Und weißt du, was er daraufhin gesagt hat? Jenny wartete daran, Hannas Reaktion erst gar nicht ab und empörte sich weiter. Er sagte doch tatsächlich, dass ich ja beim Spazierengehen mit unserer Cookie genug Wind hätte. Also das glaube ich jetzt nicht. Für wie naiv hält er dich eigentlich, sagte Hanna in einem Tonfall, der ihr gar nicht gefiel. Wieso bin ich naiv? Also bei aller Liebe begann Hanna auf einmal so mitfühlend. Also merkst du denn nicht, was da läuft? Sie nestelte nervös an ihrem Oberteil herum. Was soll wo laufen, fragte Jenny nun doch etwas naiv und bemerkte schon auch im selben Moment ihre dümmliche Frageweise. Die liebe gute Hanna sammelte sich dabei, dann legte sie los. Also ich sag dir jetzt mal was, aber nicht böse sein. Auf keinen Fall. Ich denke, dass Tom dich einfach nicht dabei haben will. Warum? Na, weiß ich auch nicht, ist nur so ein Gefühl. Meinst du, er schämt sich für mich? Bin ich nicht mehr vorzeigbar oder was? Eiferte sich Jenny nunmehr. Jetzt reg dich doch nicht auf, das macht nur Falten. Jenny machte wieder diese Schnute, die sie immer dann machte, bevor sie sich zu etwas äußerte, womit sie nicht einverstanden war. Also was heißt hier eigentlich unangenehm? Er ist ja nun auch kein junger Adonis mehr. Hannas Blick traf Jenny ungemein. Sie hasste es, wenn sie jemanden mitleidig ansah und ihr insgeheim das Gefühl vermittelte, er oder sie wusste etwas, das Jenny am besten nicht wissen sollte oder so ähnlich. Nein, also du bist völlig in Ordnung. Ich denke, mit Tom stimmt was nicht. Na, das denke ich auch. Was immer es ist, das kriegen wir schnell wieder hin. Jennys Entschluss, Tom zu überraschen, stand fest und davon konnte sie Hanna nun auch nicht mehr abbringen. Als ob man einen Schalter umgeklappt hatte, plapperte sie wieder drauf los, wie sie sich das alles für morgen vorgestellt hatte. Immer noch skeptisch fragte Hanna, findest du das wirklich eine gute Idee? Angenommen, ach, weiter kam Hanna gar nicht. Papalapap, was soll schon schief gehen? Ich bin seine Frau und Schätzchen, sagte Hanna und versuchte beruhigend auf Jenny einzuwirken. Als erstes brauchst du eine Rundumerneuerung. Was meinst du damit? Ich kann mich ja heute nicht mehr unter das Messer legen. Und Botox auf die Schnelle kommt auch nicht in die Tüte, protestierte Jenny und schob sich ein großes Stück Cheesecake in den Mund. Nein, nein, heute kein Botox, aber du brauchst einen neuen, umwerfenden Look. Hanna kniff die Augenbrauen zusammen, das tat sie immer, wenn sie angestrengt über etwas nachdachte. Okay, überredet, bis morgen Abend ist nicht mehr viel Zeit. Ich nehme mir ein paar Stunden frei und gehe mit dir shoppen. Jenny strahlte. Danke, Hanna, das hatte ich gehofft, du bist echt klasse. Ich weiß. Meine Zeit ist knapp, Stress wie immer, aber wozu sind Freundinnen denn da? Hanna zwinkerte ihr zu. Eins kann ich dir gleich sagen, mit der offiziellen Einladung wird es schwierig. Und nun, naja, ganz einfach, du gehst im Schlepptau mit mir und basta, ich mache schließlich die PR. Hanna war wirklich eine gute Freundin, in ihrem Urteil zwar gnadenlos, aber immer zur Stelle. Jenny zahlte und beide gingen kichernd und aufgeregt wie zwei Teenager aus dem Café. Hanna zerrte nun im Schnelldurchlauf die gute Jenny durch sämtliche Edelboutiquen Berlins, bis sie endlich einen Laden fanden, der etwas mehr zu bieten hatte als den üblichen Ramsch. Für Jenny stand fest, dass es unbedingt etwas Schwarzes sein sollte. Bei allem Aufriss um ihr Äußeres wollte sie sich irgendwie doch intelligent kleiden. Und schwarz war nun mal klassisch. »Wieso schwarz? Gehst du auf eine Beerdigung oder willst du Spaß?«, fragte Hanna ermahnend. Ich liebe nun mal schwarze Sachen und irgendwie hat es diesen zeitlos eleganten Touch, den ich schon an Jackie Kennedy bewundert habe.
So, so, du bist aber nicht Jackie Kennedy. Und das ist auch gut so. Außerdem sollst du morgen Abend nicht zeitlos elegant aussehen, sondern umwerfend sexy. Und dafür gibt es nur eine Farbe. Miss Erdbeerstein, rot. Jenny lächelte matt. Rot signalisiert Energie, Leidenschaft, große Gefühle. Rot ist pure Anziehungskraft. Jenny nickte und sagte, wenn du meinst, Hauptsache ich sehe sexy aus. Hannah suchte diverse rote Abend- und Cocktailkleider aus und während Jenny eines nach dem anderen anprobierte, dachte sie im grellen Licht der Umkleidekabine, Mann, oh Mann, selbst meine Unterwäsche ist mittlerweile in die Jahre gekommen, die muss unbedingt weg. Geduldig probierte Jenny unzählige Kleider an. Der gewünschte Aha-Effekt blieb jedoch aus. Alle Kleider, die Hannah ihr reichte, waren irgendwie schon schön, aber Jenny fühlte sich nicht schön in ihnen. Völlig entnervt und desillusioniert trat Jenny aus der Kabine an Hannah heran. Eine Spur verzweifelt sagte sie, ich glaube, ich finde hier auch wieder nichts. Süße, die Zeit rennt mir davon. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier wieder kein Kleid für dich finden. Okay, noch ein Versuch, ja? Jenny durchsuchte nochmal die Kleiderstände. Sie wollte ein Kleid, das Tom vom Hocker riss. Etwas, was er noch nie an ihr gesehen hatte. Etwas Unvergleichliches. Und dann sah Jenny das Kleid. Das musste sie anprobieren. Es war weder rot noch schwarz. Es war Nude. Man konnte es auch Puderfarben nennen, also eigentlich gar keine Farbe. Jenny ging mit dem Kleid in die Kabine zurück und zog es an. Ein luftiger Maxi-Hauch von nichts umspielt ihren Körper. Der Nude-Ton passte perfekt zu den mittelblonden Haaren und ihrer Haut. Und das tief ausfallende Rückendekolleté sorgte für den gewissen Touch. Was für ein Kleid, dachte Jenny. Etwas skeptisch begutachtete sie ihre Oberarme, die zum Glück noch nicht wie Wackelpudding an ihr herunterschlabberten, und trat aus der Kabine heraus. Hannah kriegte zunächst verstaunt den Mund nicht mehr zu, meinte dann aber sofort, ich sag nur Push-up. Jenny schluckte, du meinst, ohne Push kommt das wie Titten auf Toast? Nein, aber ein bisschen mogeln könntest du schon. Findest du? Naja, ich denke eher, dass ein gepuschter Busen in einem fast Nacktkleid wie gewollt und nicht gekonnt aussieht. Dabei umfasste sie ihren Busen. Eigentlich sollte man unter diesem Kleid gar keinen BH tragen. Wenn du mutig genug bist, dann lass ihn weg. Kann ich das in meinem Alter noch machen? So, meine Liebe, ich sag dir jetzt mal was. Du bestaunst zwar immer meine großen Titten, aber ein kleiner Busen hat auch was. Deiner ist genau richtig. Lass den ollen BH weg. Jenny lächelte ihre Freundin dankbar an, zeigte mit einer grazilen Drehung ihren Rücken und sagte, ich weiß, das ist sehr gewagt und hat überhaupt nichts mehr mit intelligent Kleiden zu tun. Dieses Kleid ist einfach nur sexy. Die Vorschau, wenn du so willst. Hannah warf sich bald weg vor Lachen. Die Vorschau für was? Naja, du weißt schon. Jenny, du machst dich. Das Kleid sieht super hammermäßig gut aus und wird jetzt gekauft. Ist zwar nicht rot, aber dennoch ein echter Burner. Entschied Hannah, leg dich heute Abend nochmal irgendwie unter das Solarium. Das kannst du vergessen, wehrte Jenny ab. Danach sehe ich immer wie ein frisch gegarter Hummer aus, kommt überhaupt nicht in Frage. Aber ich brauche noch Schuhe. Das Kleid, dazu passende Riemchen High Heels aus silberfarbenem Satin von Jimmy Choo und ein perlenbesticktes Abendtäschchen wurden in eine große Designertüte verstaut und Jenny schlug vor, doch noch schnell zum Lunch zu gehen. Hannah zerrte sie weiter. Nichts da, denk daran, bis morgen Abend nichts Blähendes zu essen. Nichts ist schlimmer als ein Blähbauch im Abendkleid. Jenny schaute ihre Freundin grinsend an. An was du so alles denkst? Alles jahrelange Erfahrungssache. Was meinst du wohl, wie du dich in so einem tollen Kleid fühlst, wenn du eine Kugel wie ein Medizinball vor dir herschiebst? Eingeengt. Richtig. Und du möchtest am liebsten nur noch raus aus diesem Fummel und rein in die bequeme Jogginghose. Dann lieber mit knurrenden Magen auf so ein Event. Apropos Jogginghose, warf Jenny ein. Weißt du, was ich neulich über die geliebte Jogginghose gelesen habe? Was denn? Also Karl, also unser Karl Lagerfeld, meinte, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Na, der muss es ja wissen, amüsierte sich Hannah. Dieser Spruch ist wieder mal so ein typischer Lagerfeld. Der schafft es irgendwie immer, sich mit fragwürdigen Modestatements in Szene zu setzen. Oh mein Gott, ist das alles anstrengend. Das artet echt in Stress aus. Ist es auch. Wer schön sein will, muss leiden. Ja, ja, sagte Jenny, wir Frauen haben irgendwie immer was. Augenringe, Hängetitten. Nicht zu vergessen sind die Schwangerschaftsstreifen, egal ob man jemals schwanger war oder nicht. Und das berühmte PMS, ergänzte Hannah. Und später kommen dann noch die Hitzeballon dazu. Hannah hielt inne und fragte besorgt, ist es bei dir denn schon soweit? Keine Ahnung, aber wenn ich gestresst bin, bekomme ich plötzlich diese Hitzeschübe. Das hält so 2 Minuten an und ebbt dann wieder ab. Danach bin ich immer wie aus dem Wasser gezogen. Oh, du Arme, das ist wirklich unangenehm. Aber lass mal, da kommst du auch noch hin, sagte Jenny nett. Und Hannah machte so ein, das gefällt mir aber gar nicht, Gesicht. Jenny hakt ihre Freundin unter. Ich brauche noch ein bisschen Kosmetik.
Also, was du auf jeden Fall brauchst, ist ein roter Lippenstift. Deine Natürlichkeit in allen Ehren, Jenny, aber du solltest deinen Mund schon etwas mehr zur Geltung bringen. Gut, Baby, ich schwöre auf Chanel, Prada oder sonst was für ein Label, Alba de Jenny herum. Glaub mir, andere Frauen würden für deine Lippen morden. Die lassen sich für Schlauchbootlippen aufspritzen und du lässt dein Potenzial einfach so verkümmern, redete Hannah weiter. Jenny zog die Augenbrauen hoch. Du kaufst dir jetzt einen roten Lippenstift. Ach nein. Oh doch, eine Frau, die auf sich was hält, trägt das berühmte Paloma Picasso Rot. Jenny nickte nur und wollte nicht noch rumnölen. Ihre Einwände würden Hannah nur verärgern, wo sie sich doch solche Mühe gab. Also diese großen, hell erleuchteten Parfümerien waren Jenny nie ganz geheuer. Die Verkäuferinnen sahen immer nahezu perfekt aus, gerade so, als gingen sie auf eine Oscar-Verleihung. Wie kriegten die das eigentlich nur hin, so auszusehen, fragte sich Jenny immer wieder. Ein perfekt geschminktes Gesicht, keine geweiteten Poren und die mit Konturenstift sorgsam umrandeten Lippen fragten süffisant, ob sie helfen könnten. Okay, einen erneuten Versuch war es wert, dachte Jenny. Als auch schon schnurstracks eine Verkäuferin auf sie zukam und sie mit einem keinen Widerspruch duldenden Ton in Beschlag nahm. Sie wünschen? Ich weiß noch nicht genau, ich schaue erst mal. Aha. Diese wirklich gut aussehende Verkäuferin trat ein Stückchen zurück und Jenny wurde in Betracht genommen. Zum Glück hatte sie heute nicht ihre Waldschratklamotten an. Die Dame schien ganz zufrieden, nun doch eine potenzielle Käuferin erwischt zu haben und nicht wieder so eine, die nur ein paar Proben abstauben wollte. Jenny wandte sich hilfesuchend zu Hannah um. Die Verkäuferin eilte rasch davon, um ein wenig später mit einem Vergrößerungsspiegel zurückzukommen. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber ich würde Ihnen dringend eine Pflegeserie für die reife Haut empfehlen, sagte sie honigsüß. Jenny trat an den Spiegel heran und wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. Dieses Licht und der Lupenspiegel gaben mir den Rest. Bisher glaubte sie immer, ihre Haut sei längst noch nicht reif, höchstens etwas strapaziert, aber doch noch nicht atrophisch. Vor lauter Selbstmitleid kaufte sie diesen roten Paloma Picasso Lippenstift, teure Creme für den Tag und regenerierende für die Nacht. Außerdem legte ihr die nette junge Verkäuferin noch eine Anti-Aging Augenfaltencreme und eine straffende Maske nahe und Jenny hoffte insgeheim, dass diese neue Pflegeserie im Endeffekt mehr Wirkung als ihre Bio-Naturkosmetik zeigte. Nach dem Bezahlen war Jenny völlig überfordert und im Rande eines Nervenzusammenbruchs. Also, du solltest heute noch zum Friseur gehen. Am besten natürlich ist mein Udo, aber der ist vor solch einem Event immer schon vor Wochen, also wirklich für Wochen ist er ausgebucht. Da kann ich nun leider auch nichts mehr machen. Ein Blick auf die Uhr ließ Hannah zusammenfahren. Oh Gott, ich muss los. Du fährst nach Hause, entspannst ein bisschen, machst deine Maske, lackierst dir die Nägel und morgen Abend hole ich dich ab. Ich danke dir für deinen Einsatz. Sie umarmt ihre Freundin fest. Keine Ursache, habe ich wirklich gerne gemacht und glaub mir, du wirst die Party in diesem Kleid schon rocken. Nachdem die wertvollen Tüten im Auto verstaut und Jenny sich in den Sitz geworfen hatte, legte sie Madonna ein. Die hatte es immer noch drauf und es tat sich die Frage auf, lässt sich Lebenskunst ohne Anleitung erlernen? Verdammt, dachte Jenny, ich bin verschissene 46 Jahre alt und werde den morgigen Abend in diesem Kleid schon rocken. So, meine Lieben, das war jetzt eine Viertelstunde. Das nächste Kapitel ist dann Jenny allein zu Hause, das ist dann Teil 6, den lese ich dann in einer Woche. Und ich werde es, wie gesagt, also genau jetzt beobachten, wie die Zuschauerzahl zurückgeht. Deswegen mal mit 600 an. Wir sind so bei 200. Aber 200 ist auch eine ganz tolle Zahl. Ich bin total beglückt und freue mich darüber. Und wie gesagt, man kann ja nicht alles mögen. Ich wünsche euch einen ganz tollen Sonntag noch oder an welchem Tag ihr auch immer das seht. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.